Blickst du immer so los? Wenn ihr einer blöd, dann bist du der hier blöd. Ich blöcke nie. Wie heißt du überhaupt? Uwe Kalinke. Und du? Christian Kaiser. Deckung. Okay? Okay. Damit drin die Fernseh ganze Krimis. Komm mit. Bitte schön, mein Freund. Und ich sage euch, es gibt nicht nur Gangster im Film, es gibt sie überall. Na sowas. Und was macht man dagegen? Man fängt sie. Mit einer Mausefalle, was? Kommissar McKaiser schlägt zu. Und das Gangsterlein zappelt im Handtäschchen. Sergeant Kalinke, Major Kaiser, verlacht uns. Das ist zum Lachen. Wir werden etwas dagegen unternehmen. Also, Babsi, erst stellst du mir einen Doppelgänger deines Bruders vor. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die beiden einen ausgewachsenen Hammer haben. Das sage ich ja. Zugegeben, dass ihr euch ein paar Takte ähnlich seht. Aber warum dürfen das unsere Leute zu Hause nicht erfahren? Weil wir mit unserer Ähnlichkeit noch große Dinge vorhaben. Du hast einen ausgewachsenen Schatten, Christian. Bloß weil die Mädchen uns ausgelacht haben, willst du plötzlich Gangster fangen. Genau. Wie sagt der große Dichter Kasimir Knautschbacke? Verhöhne einen Mann und der verhöhnt dich durch Taten. Aber das muss doch nicht gleich in Gangsterjagd ausarten. Muss. Wir werden den Damen ein Gangster auf dem Silber ein Tablett servieren. Wir werden recherchieren, kombinieren, eiskalt verhandeln und zuschlagen. Weißt du was? Schlage zu. Aber ohne mich. Junge, schalt auf Sparflamme. Natürlich werden wir den Gangster nicht selber fangen. Ist doch nicht unser Job. Wir werden zu seiner Verhaftung beitragen. Ich verlese. Ich höre. Da war der Friedhof mit seinen düsteren Kreuzen und seinen unkenen Käuzen. Da war der Dürre mit der Hakennase. Und da war der kleine Junge, der hinter einem verfallenen Grabstein kauernd dem Treiben des Dürren zuschaut. Und da hat wohl der Junge mit Handkantenschlag die Hakennase geknickt. Quatsch, er ist zum Büttel gelaufen und er hat geknickt. Ist ja alles schön und gut. Aber hast du einen mit Hakennase zufällig zur Hand? Ich nicht. Also ungelöste Fälle liegen wie Sand am Meer herum. Zum Beispiel, was kochen wir täglich, wenn Mutter länger im Landschulheim bleibt und Babette ihre Krippe pflegt? Einmal Rührei mit Bratkartoffeln und dann wieder Bratkartoffeln mit Rührei. Danke, da sehe ich uns essen gehen auf die Dauer. Also, dass ihr bei euren fortschrittlichen Unterrichtsmethoden nicht kochen im Plan habt, ist wirklich eine Reform wert. Da fehlen mir aber Aufsatzthemen. Die gibt es gar nicht. Na, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel du und die Polizei oder stell dir vor, du bist Zeuge oder ja, ein Freund von mir muss ein Schreiben über ungelöste Fälle. Aha. Also schick ihn mal zu mir. Ich gebe ihm ein paar Tipps. Nein. Das geht leider nicht. Der Freund hat sich einen Fuß verknackst und kann nicht raus. Na dann, soll er mich anrufen? Nee, du kannst mir die Tipps geben und ja, wo die Ungelösten überall rumrennen und ob es überhaupt hier welche gibt. Na, und überhaupt. Ja, so. Hier, Salat vor dem Essen ist gesund. Bist du was? Du brauchst ja bloß in die Zeitung zu gucken oder ins Fernsehen, da bimmelt es ja nur von ungelösten Fällen, ne? Entriss der Hausangestellten Maria K. die Handtasche. Seitdem ist der 20-jährige M. flüchtig. Nachdem er die Scheiben des Juweliergeschäftes eingeschlagen hatte, floh der Täter mit einer wertvollen Perlenkette. Von ihnen fehlt jede Spur. Hat die Polizei für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von insgesamt 1000 D-Mark ausgesetzt. Zeig mal her. Mensch, da können wir uns einen Tausender verdienen, wenn wir diesen... Christian, bleib auf dem Teppich. Wir können überhaupt nichts. Da ist ein M-Punkt, der eine Handtasche geklaut hat. Da ist ein P-Punkt, der eingebrochen hat. Und da ist ein X ohne Punkt. Damit kann nicht mal die Polizei was anfangen.
Aber wie, was? Du hast ja recht. Nach den Zeitungen ist überhaupt keine Identierung möglich. Identifizierung? Nee, die auch nicht. Aber über geklaute Autos, da schreiben sie alles. Nummer, Farbe, Modell, was weiß ich. Könnten wir nicht statt der Gangster einfach gestohlene Autos suchen? Autos? So was Dämliches. Lebende Objekte brauchen wir. Der Polizei einen großen Fisch ins Netz treiben. Aber geklauten Schlitten nachjagen? Ich weiß nicht. Dann lassen wir ihm die ganze Sache unterm Tisch fallen. Das geht doch nicht, Uwe. Die Mädchen würden uns doch ganz schön auf die Schippe nehmen. Also, was willst du denn wirklich? Also, ich schlage vor, wir suchen erstmal ein paar geklaute Autos. Als Vortraining sozusagen. Und später können wir uns immer noch auf große Fische konzentrieren. Ist was? Nein, nicht. Ich habe nur noch was nachgerechnet. So, na, Hauptsache, du hast dich nicht verrechnet. Keine gestohlenen Nummern entdeckt. Freitag CD8884 ausgemacht. Stellte sich als Irrtum heraus. Nummer war verdreckt. Samstag. Das geht euch gar nichts an. Geheimsache, was? Komm, Susanne, lassen wir den Gangsterjäger allein. Wenn du jemand gefunden hast, dann sag Bescheid. Wir helfen dann beim Fesseln. Diese Gänse. Tag, der Herr. Na, mein Junge, dann gib dem kleinen Mann mal was zu trinken. Ja. Aber super, ist Feinschmecker. Sofort, der Herr. Ich bin gleich wieder da. Komme sofort. Lass dir Zeit, ich hab sie auch. Christian? AP 6349 hängt bei mir an der Säule. Ja, steht in der Liste. Lauf schnell zum Revier. Ich halte ihn so lange auf. Lass dich nicht aufhalten, mein Junge. Telefoniere ruhig zu Ende. Ich werde Ihnen erstmal die Scheiben waschen. Mach das und lass dir Zeit. Darf ich auch mal telefonieren? Bitte. Brauchst nicht abzuschließen. Ich klaue nicht. Ich werde Ihnen erstmal die Scheiben waschen. Und die Stoßstange poliere ich Ihnen auch. Und überhaupt alles. Gehört bei uns zum Service. Ich sag Ihnen noch, Herr Oberwachtmeister, wir... Wachtmeister genügt. Schön, Herr Oberwachtmeister. Wir haben den gestohlenen Wagen gefunden. Kommen Sie schnell. Moment, wer ist denn hier? Und von was für einem Wagen sprichst du? Hier ist mein Freund Uwe, der gestohlene Wagen. Hier, rot angestrichen. A-B6349. Was ist denn das für ein Zettel? Meine Verhandlungsliste. Haben wir abgeschrieben aus der Zeitung. Tüchtig, das muss ich schon sagen. Solche Helfer können wir brauchen. Stimmt. Was stimmt? Die Nummer A-B6349 wird seit 6 Tagen gesucht. Und ausgerechnet der Uwe soll den Wagen gefunden haben? Genau. A-B6349.
Na, da wollen wir uns das Kind mal ansehen. Fahren wir mit Blaulicht? Ja, Blaulicht. Wo soll denn der Wagen überhaupt stehen? Tankstelle Kalinke. Fahren wir mit Blaulicht? Du fährst überhaupt nicht. Du erzählst mir jetzt was fürs Protokoll. Und Wachtmeister Fitze geht die paar Schritte bis zur Kalinke zu Fuß. Wenn das mit dem Wagen stimmt, dann habt ihr euch einen Orden verdient. Ich höre. Also, Doppelpunkt. Ich, Christian Kaiser, 13 Jahre alt, Komma, wohnhaft 1 Berlin 38. Haben Sie das? Weiter. Beethovenweg 6, Punkt. Vater Werner Kaiser, Punkt. Doppelpunkt. Das finde ich gar nicht so komisch, mein Herr. Naja, aber das mit der Nummer, das muss ich meiner Frau erzählen. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Auf Wiedersehen, mein Junge. Und weiterhin viel Erfolg. So. Jetzt also mal zu dir, mein Sohn. Dass du dem Sägebier mitten im Protokoll ausgekniffen bist. Was ist? Ausgekniffen bist, ist schlimm. Aber dass du mich auf dem Weg hierher überholt hast. Was hab ich? Überholt hast, das ist noch schlimmer. Aber dass du eine deutsche Autonummer nicht von einer tschechischen unterscheiden kannst. Das ist das Schlimmste. Tag. Tag. Jetzt haben sie es hier richtig gemütlich. Du warst doch jetzt auch schon mal hier. Das war ich nicht. Das war mein Freund Christian Kaiser. So, so. Dein Freund. Und wer bist du? Uwe Kalinke. Du willst uns wohl auf den Arm nehmen. Halt, halt. Das kann ich aufklären. Mein Freund sieht nämlich genauso aus wie ich. Ja, diese Ausrede ist eine Rarität in meiner Sammlung. Was willst du hier? Ich will eine Anzeige machen. Wir haben einen gestohlenen Wagen gefunden. Ja, ja. Wir haben den Wagen mit der Nummer BC3367 gefunden. Interessant. Und wo diesmal, wenn ich fragen darf? Der Wagen steht vorm Rathaus. Christian, passt auf. Also Christian, passt auf. Oh, mein Junge, ich werde dich lehren, mir die Luft aus meinen Reifen zu stehlen. Meine Herren, dieser Junge hat... Ich habe den gestohlenen Wagen mit der Nummer BC3367 gefunden, am Rathaus. Aber wenn das so ist, warum sagst du denn das nicht gleich? Einen Moment, mein Herr. Hat Ihr Wagen die Nummer? Hat er. Er wurde mir auch vor 3 Wochen gestohlen. Aber mittlerweile ist er von Ihren Kollegen in Wedding wiedergefunden worden. Und warum ist die Nummer nicht von der Liste? Er wurde mir ja auch gestern erst wieder zugestellt. Bitte meine Papiere. Führerschein, Zulassung, was brauchen Sie noch? Adresse, Versicherung, bitte, alles vorhanden. Große Pleite, Partner. Du sagst es. Alle Welt ist friedlich, Kriminelle sind ausgestorben, Gangster gibt's nur noch im All. Und wie findest du das da? Von wegen hier keine Kriminellen mehr. Hier, großer Juwelenraub. Gold und Schmuck in Werte von 300.000 D-Mark erbeutet. Wie du siehst, nix los. Nicht unsere Kragenweite, Sheriff. Wenn wir nicht mehr mit harmlosen Autodieben fertig werden, wie dann mit hochkarätigen Schmuckräubern? Ja, aber wenn ich die Belohnung lese, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Mir auch, aber vor Hunger. Na schön, lassen wir das. Was machst du heute Nachmittag? Samstag Notdienst an der Tankstelle. Uwe? Ja? Gib mir einen Sechser. Kann's auch ein Groschen sein? Senti, amico, du verstehst falsch. Kein Geld. Schraubenschlüssel. Ein Sechser. Und wer ist dieser Papagallo? 3-mal darfst du raten. So wohl ich sein. Aber das ist ja genau aus dem Kino. Wir reden über die Trainare ganz anders. Und wir singen auch nicht so, Sole mio. Wir sind Männer, keine Tenöre. Für mich kommen Italiener immer aus Napoli. Aber das ist auch ein großer Unterschied. Mamma mia. Pronto? Hier Kalinke, Autowerkstatt und Tankstelle. Sì, signore. Ich bin in 10 Minuten da. Va bene? Arrivederci. Habe ich doch gewusst. Jetzt machst du so einen dusseligen Abschlepp und ich kann die Tankstelle allein bedienen. Ich bin gleich wieder da. Und wenn du Glück hast, kommt keiner. Wenn Meister Kalinke Glück hat, da kommen viele zum Tanken. Ciao.
Ciao. Wie geht's? Danke. Und dir? Wie eine Milchflasche nach 10 Tagen. Bin sauer. Weil du keine Gangster mehr fangen darfst? Quatsch, die Fall ist längst abgehakt. Aus. Meine Mutter hat mir ein Ding am Hals gehängt, das nur aus denselben raushängt. Und das wäre? Ihre Frau direkt der Happy Birthday. Und ich darf einen Blumenstrauß bei der Genossin abgeben. Was ist denn dran so schlimm? Guck mich an. Muss hier Tankstellendienst machen. Wo ist deine Sippschaft? Papsi ist bei Susanne und Tantje ist mit meinem alten Herrn Einkäufe machen. Langer Samstag. Übrigens, die Lenkung hat viel zu viel Spiel. Hör mal, Sportsfreund, wirst du viel lieber tanken und basteln? Würde schon, aber muss Blümchen austragen. Die Adresse. Welche Adresse? Na, von Tante Direktor. Mensch, du willst wirklich? Na klar, ein bisschen Diener machen und plaudern liegt mir mehr als Benzin einzuschenken. Du bist eine Bombe! Frau Dr. Behring, Ulmweg 14. Mit Maske? Mit? Die Behring kennt mich flüchtig. Gut, und du spielst vor Tonio den Uwe. Okay, der Samstag wäre gerettet. Ich hab einen Pfahl gerammt. Da kam mir genau im Weg. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn ich mehr Zeit hätte. 44 mal 30, wenn ich bitten darf. Was macht der Schlitten denn so? Mit dem eingequetschten Reifen? Keine 10 Kilometer. Rest für dich. Danke, der Herr. Tja, wir haben zwar Samstag in unserer Werkstatt Notdienst. Warum sagst du das nicht gleich, Junge? Na los, sag deine Leuten Bescheid. Tja, so schnell geht das nun auch wieder nicht. Unser Automechaniker macht gerade einen Abschlepp. Ja. Wird in einer halben Stunde wieder da sein. Auch das noch, eine halbe Stunde. Da muss ich mit dem Zeug schon längst auf der Autobahn sein. Dann tut's mir leid. Warte doch, dir bleibt doch gar keine Wahl. Na gut, fahren wir einen Schlitten mal in die Werkstatt. Aber langsam. Ich möchte nicht, dass der Reifen noch platzt. Wo kann ich telefonieren? In der Werkstatt. Gibt's in der Nähe kein Café? Doch, in der Schlossstraße, das Café Hänsel. Der Café soll zwar schlecht sein, aber die Telefonzellen absolut schalldicht. Hä? Also Ihr Kaffee schmeckt wirklich vorzüglich, Frau Doktor. Danke, Christian. Aber den Kaffee solltest du eigentlich kennen. Deine Mutter hat ihn mir doch selbst empfohlen. Tja, aber unsere Babette kocht ihn leider nicht so gut wie Sie. Darf ich? Danke, Christian. Bei der Gelegenheit, was sind denn so deine Lieblingsfächer? Tja, zunächst mal alle künstlerischen Fächer. Zeichnen, Musik, komisch. Deine Mutter sagte mir neulich, dass du ein ausgesprochenes Faible für technische Dinge hast. Physik zum Beispiel. Tja, auch. Also, ich möchte mal so sagen. Mein Unterrichtsfach. Ja. Da haben wir ja die gleichen Interessen. Wie weit seid ihr denn gerade in Physik? In Physik? Tja, wir sind da gerade beim freien Fall, ja. Und da habe ich das letzte Mal tatsächlich gefehlt, ja. Naja. Den könnt ihr schon mal anfangen auszuwechseln, bis Tonio kommt. Spart ihn Arbeit und den reichen Knüll viel Zeit. Abgeschlossen. Der denkt auch nicht von gestern bis Mittag. Wie soll ich da in den Reservereifen rankommen? Aber mein Lieblingsfach ist und bleibt Zeichnen, Malen, eben Kunsterziehung. Komisch.
Davon hat mir deine Mutter noch gar nichts erzählt. So, hat sie nicht? Kannst du auch Porträts machen? Mein Spezialgebiet. Wenn Sie mal zufällig einen Zeichenblock da hätten, Frau Doktor, es wäre mir eine Ehre, die Damen zu porträtieren. Aber sicher, ich hol dir was, ja? Darf ich Ihnen Feuer geben, Frau Schmidt? Du bist aber sehr aufmerksam, Christian. Ich wünsche, die Jungen meiner Klasse wären so wie du. Tja. Na, wer sag's denn? Also wirklich, hervorragend, Christian. Mein persönliches Geburtstagsgeschenk, nette Frau. Vielen Dank, mein Junge. Entschuldigt, das Telefon. Wie schade, dass ich keinen Geburtstag habe. Ich würde zu gern noch ein Bild von mir haben. Oh, für mich haben Sie heute Geburtstag. Freund Wagner, bitte Platz zu nehmen. Das darf ich. Bitte. So, und jetzt Ihr zartes Köpfchen ein bisschen nach links. Ja, zu viel, zu viel. So, ja, und jetzt Ihre schönen Augen auf. Das war ein Kompliment, ja. So, und bitte so bleiben. Also, nicht bewegen. Ja, gut so. Das war aber ein komischer Anruf. Ein Junge wollte wissen, ob er einen Uwe Kalinke sprechen könne. Kennst du einen Uwe Kalinke? Kalinke? Nie gehört. Ich auch nicht. Hab gleich wieder aufgelegt. Also ganz ruhig, Kinder. Nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. Also nochmal. So. Fertig. Einmalig. Du bist ja ein Genie. Tja, man tut, was man kann. Komisch. Jetzt hat derselbe Junge wieder angerufen. Aber jetzt will er plötzlich Christian Kaiser sprechen. Christian Kaiser? Mhm. Tja, ein bisschen durcheinander, der Knabe. Na, dem werde ich mal Bescheid sagen. Wenn mich die Damen mal kurz entschuldigen würden. Ich sagte doch, Uwe, ja, wie kann man die Schätzung selber sehen? Wie? Ja, der Fahrer trinkt jetzt gerade seinen Kaffee. Muss aber jeden Augenblick zurückkommen. Also, pass auf, du rennst jetzt sofort zur Polizei. Und niemals! Dreimal genügt, sagt der große Oberwachmeister Segebier. Wer weiß, was du jetzt schon wieder gefunden hast. Was? Nein, wir wollen keine Gangster mehr fangen. Außerdem habe ich hier noch eine Dame zu porträtieren. Mann, ich sag dir, hier geht es um Leben und Tod. Und du zeichnest seelenruhig Kaffeeschwestern. Du rennst jetzt sofort zur Polizei. Ich bleibe hier. Ende. Uwe, warte doch. Mensch, dieser Idiot. Ich bleibe hier. Ende. Typisch Uwe. Er spielt Hahn im Kopf und ich sitze in der Tinte. Wenn dieser Gangster bloß nicht so schnell zurückkommt, nicht Fortunio, der wird mir schon helfen. Warum soll der Gangster nicht so bald zurückkommen, mein Junge? Ihr habt doch da gewisse Gründe. Das ganze Spielchen mit diesem Tonio, oder wie der Knabe heißt, das stinkt. Was soll denn stinken? Warum ist der Kofferraum auf? Wieso wurden die Koffer rausgeholt? Naja, ich wollte schon mal anfangen, den Reservereifen rauszuholen und... Da hättest du warten sollen, bis ich wieder da bin. Ich denke, Sie haben so wenig Zeit. Was wollen Sie denn hier? Wir stellen hier die Fragen. Darf ich bitte mal die Papiere sehen? Bitte sehr, was Sie wollen. Personalausweis, Führerschein, alles, Firmenausweis, bitte. Hier, Luft zu bringen. Ja. Danke, Partner. Ja, Moment. Mir war vielleicht flau. Ein Freund, der mit einem Freundschaftsdienst zögert, ist der beste Freund. Von dir? Nee, Kasimir Knautschbacke. Was haben wir denn hier? Was soll denn das schon sein? Modeschmuck. Wie Sie unschwer aus meinen Papieren mal sehen werden, bin ich Vertreter einer Modeschmuckfabrik. Armand, das ist eine Klasse. Wucht, was? Kostet 30 Mark in jeder Boutique. Noch. Ihr Papiere, danke schön.
ist das aber. Einmalige Gelegenheit. So was gibt es ja jetzt für das Feuer. Ist das ein Feuer? Gold und Silber. Was? Ja, natürlich. Juwelendieb. Was? Etwa nicht? Ein harmloser Vertreter für Modeschmuck. Papiere sind einwandfrei, aber da ist der Schmuck falsch. Dieses, meine Herren, war der dritte Streich. Ja, aber Herr Oberwachtmeister, der Schmuck sah so echt aus und wir dachten... Gangster jagen, ja, das habe ich schon begriffen, aber damit ist jetzt Schluss. Aha, Junggeselle, ja, kluges Köpfchen, was? Für die Freundin, was? Dann nach... Also Märchen, ach, nein. Weiß nicht, warum hat man Sie denn angerufen, Herr Doktor? Ja, nicht den Schimmer einer Ahnung. Irgendwas mit dem Jungen. Naja. Sie? Tonio hat mir nur gesagt, ich soll zum Revier 51 gehen. Mhm. Mehr weiß ich auch nicht. Ah, ein paar Minuten werden wir ja Bescheid wissen. Ja. Wir sind uns also klar. Klar. Keine Gangsterjagd mehr. Keine. Schluss damit. So gut. Da kann ich ja die Herren Väter reinbitten. Darf ich die Herren Kaminke und Dr. Kaiser bitten? Nein, nicht. Säumniszuschlag. Los in der Werkstatt. Halt die Festuhr. Jetzt geht's los. Was gibt's denn, Herr Wachtmeister? Was hat er denn ausgefressen? Was ist denn los, Uwe? Christian? Christian? Das ist doch nicht möglich. Das ist ja nicht zu fassen. Uwe? Wenn ich mal kurz erklären darf, Vati. Das ist mein Freund Christian. Aha, und das ist dein Freund Uwe, ja? Jetzt begreife ich auch, warum du mir deinen neuen Freund nie vorgestellt hast. Ne? Naja, wir haben uns gedacht, naja, wir würden so ähnlich sehen. Ja, dann könnt ihr ein bisschen Bäumchen wechseln, die spielen. Ne? Und dafür ist es gut, wenn die Eltern nichts davon ahnen. Stimmt's? Stimmt. Ja. Und was macht ihr hier auf dem Revier? Das kann ich aufklären. Also, Ihre Herren Söhne haben sich da was in den Kopf gesetzt. Sie wollten unbedingt Mitarbeiter der Polizei werden. Und da haben Sie uns sehr geholfen. Was haben Sie? Da ist eben ein Fernschreiben gekommen. Dunkelroter Mercedes GIME 710 hat an der Kreuzungsstraße für eine Stunde einen PKW gerammt und schwer beschädigt. Der Fahrer des Wagens hat Fahrerflucht begangen. Und der Wagen? Steht zurzeit samt Fahrer in der Werkstatt Kalinke. Siehst du, Uwe, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Zugegeben. Das war jetzt aber reiner Zufall. Nicht das Wie entscheidet, meine Herren, sondern das Was. Über diesen weisen Spruch, mein Sohn, werden wir uns zu Hause weiter unterhalten. Hm? Wie wär's, Herr Kalinke? Kommen Sie auf ein Gläschen Wein zu mir? Die Familienähnlichkeit müssen wir doch begießen. Ja, gerne, gerne. Aber ich muss in der Werkstatt erst nach dem Rechten sehen. Ich komme dann bald nach. Beethoven Weg 6, vergessen Sie es nicht. Also bis nachher. Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, die Herren. Pizza. Natürlich. Herr Kalinke, ich habe hier in der Werkstatt bei Ihnen noch was zu erledigen. Dann wollen wir mal. Ja? Ach nein, Frau Direktor. Was hat er? Er hat Sie gezeichnet? Aber das... Ach so? Ja, dann... Oh, bitte, nichts zu danken. Gern geschehen. Auf Wiederschauen. Seit wann ist Christian ein kunstbeflissener, wohlerzogener Junge, der fremde Damen porträtiert? Seitdem er einen Doppelgänger hat, der diese fehlende Seite auf das Überraschendste ergänzt. Na, sowas. Also, Christian, du hast uns ja ganz schön an der Nase... Ja. Na? No. Wer ist es?
Jetzt begreife ich auch, warum du mir deinen neuen Freund nie vorgestellt hast. Hm? Naja, wir haben uns gedacht, naja, wir würden uns so ähnlich sehen. Ja, dann könnte er ein bisschen Bäumchen wechseldich spielen. Ne? Und dafür ist es gut, wenn die Eltern nichts davon ahnen. Stimmt's? Stimmt. Ja. Und was macht ihr hier auf dem Revier? Das kann ich aufklären. Also, Ihre Herren Söhne haben sich da was in den Kopf gesetzt. Sie wollten unbedingt Mitarbeiter der Polizei werden. Und da haben Sie uns sehr geholfen. Was haben Sie? Da ist eben ein Fernschreiben gekommen. Dunkelroter Mercedes GIME 710 hat an der Kreuzungsstraße für eine Stunde einen PKW gerammt und schwer beschädigt. Der Fahrer des Wagens hat Fahrerflucht begangen. Und der Wagen? Steht zurzeit samt Fahrer in der Werkstatt Kalinke. Siehst du, Uwe, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Zugegeben. Das war jetzt aber reiner Zufall. Nicht das Wie entscheidet, meine Herren, sondern das Was. Über diesen weisen Spruch, mein Sohn, werden wir uns zu Hause weiter unterhalten. Hm? Wie wär's, Herr Kalinke? Kommen Sie auf ein Gläschen Wein zu mir? Die Familienähnlichkeit müssen wir doch begießen. Ja, gerne, gerne. Aber ich muss in der Werkstatt erst nach dem Rechten sehen. Ich komme dann bald nach. Beethoven, Weg 6. Vergessen Sie es nicht. Also bis nachher. Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, die Herren. Pizza. Natürlich. Herr Kalinke? Ich habe hier in der Werkstatt bei Ihnen noch was zu erledigen. Dann wollen wir mal. Ja? Ach nein, Frau Direktor. Was hat er? Er hat sie gezeichnet? Aber das... Ach so? Ja, dann... Oh, bitte, nichts zu danken. Gern geschehen. Auf Wiederschauen. Seit wann ist Christian ein kunstbeflissener, wohlerzogener Junge, der fremde Damen porträtiert? Seitdem er einen Doppelgänger hat, der diese fehlende Seite auf das Überraschendste ergänzt. Na, sowas? Also, Christian, du hast uns ja ganz schön an der Nase. Ja. Na? Wer ist es? Ist jetzt Schluss. Aha, Junggeselle, ja, kluges Köpfchen, was? Für die Freundin, was? Dann nach also Märchen, ach, nein. Ich weiß nicht, warum hat man Sie denn angerufen, Herr Doktor? Ja, nicht den Schimmer einer Ahnung. Irgendwas mit dem Jungen. Naja. Sie? Tonio hat mir nur gesagt, ich soll zum Revier 51 gehen. Mhm. Mehr weiß ich auch nicht. Ah, ein paar Minuten werden wir Bescheid wissen. Ja. Wir sind uns also klar. Klar. Keine Gangsterjagd mehr. Keine. Schluss damit. So gut. Da kann ich ja die Herren Väter reinbitten. Darf ich die Herren Kalinke und Dr. Kaiser bitten? Nein, nicht. Versäumniszuschlag. Dann los in der Werkstatt. Halt die fest, Uwe. Jetzt geht's los. Was gibt's denn, Herr Wachtmeister? Was hat er denn ausgefressen? Was ist denn los, Uwe? Christian? Christian? Möglich. Das ist ja nicht zu fassen. Uwe? Wenn ich mal kurz erklären darf, Vati, das ist mein Freund Christian. Aha, und das ist dein Freund Uwe, ja? Jetzt begreife ich auch, warum du mir deinen neuen Freund nie vorgestellt hast. Ja? Naja, wir haben uns gedacht, naja, wir würden uns so ähnlich sehen. Ja, dann könnte er ein bisschen Bäumchen wechseldich spielen. Ne? Und dafür ist es gut, wenn die Eltern nichts davon ahnen. Stimmt's? Stimmt. Ja. Und was macht ihr hier auf dem Revier? Das kann ich aufklären. Also, Ihre Herren Söhne haben sich da was in den Kopf gesetzt. Sie wollten unbedingt Mitarbeiter der Polizei werden. Und da haben Sie uns sehr geholfen. Was haben Sie? Da ist eben ein Fernschreiben gekommen. Dunkelroter Mercedes GIME 710 hat an der Kreuzungsstraße für eine Stunde einen PKW gerammt und schwer beschädigt. Der Fahrer des Wagens hat Fahrerflucht begangen. Und der Wagen? Steht zurzeit samt Fahrer in der Werkstatt Kalinke.
Siehst du, Uwe, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Zugegeben. Das war jetzt aber reiner Zufall. Nicht das Wie entscheidet, meine Herren, sondern das Was. Über diesen weisen Spruch, mein Sohn, werden wir uns zu Hause weiter unterhalten. Hm? Wie wär's, Herr Kalinke? Kommen Sie auf ein Gläschen Wein zu mir? Die Familienähnlichkeit müssen wir doch begießen. Ja, gerne, gerne. Aber ich muss in der Werkstatt erst nach dem Rechten sehen. Ich komme dann bald nach. Beethoven, Weg 6. Vergessen Sie es nicht. Also bis nachher. Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, die Herren. Pizza. Natürlich. Herr Kalinke? Ich habe hier in der Werkstatt bei Ihnen noch was zu erledigen. Dann wollen wir mal. Ja? Ach nein, Frau Direktor. Was hat er? Er hat sie gezeichnet? Aber das... Wie heißt du überhaupt? Uwe Kalinke. Und du? Christian Kaiser. Deckung! Okay? Okay. Damit drin die Pflanze ganze Krimis. Komm mit. Bitte schön, mein Freund. Und ich sage euch, es gibt nicht nur Gangster im Film, es gibt sie überall. Na sowas. Und was macht man dagegen? Man fängt sie. Mit einer Mausefalle, was? Kommissar McKaiser schlägt zu. Und das Gangsterlein zappelt im Handtäschchen. Sergeant Kalinke, Major Kaiser, verlacht uns. Das ist zum Lachen. Wir werden etwas dagegen unternehmen. Also, Babsi, erst stellst du mir einen Doppelgänger deines Bruders vor. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die beiden einen ausgewachsenen Hammer haben. Das sage ich ja. Zugegeben, dass ihr euch ein paar Takte ähnlich seht. Aber warum dürfen das unsere Leute zu Hause nicht erfahren? Weil wir mit unserer Ähnlichkeit noch große Dinge vorhaben. Du hast einen ausgewachsenen Schatten, Christian. Bloß weil die Mädchen uns ausgelacht haben, willst du plötzlich Gangster fangen. Genau. Wie sagt der große Dichter Kasimir Knautschbacke? Verhöhne einen Mann und der verhöhnt dich durch Taten. Aber das muss doch nicht gleich in Gangsterjagd ausarten. Muss. Wir werden den Damen ein Gangster auf dem Silber ein Tablett servieren. Wir werden recherchieren, kombinieren, eiskalt verhandeln und zuschlagen. Weißt du was? Schlage zu. Aber ohne mich. Junge, schalt auf Sparflamme. Natürlich werden wir den Gangster nicht selber fangen. Ist doch nicht unser Job. Wir werden zu seiner Verhaftung beitragen. Ich verlese. Ich höre. Da war der Friedhof mit seinen düsteren Kreuzen und seinen unkenen Käuzen. Da war der Dürre mit der Hakennase. Und da war der kleine Junge, der hinter einem verfallenen Grabstein kauernd dem Treiben des Dürren zuschaut. Und da hat wohl der Junge mit Handkantenschlag die Hakennase geknickt. Quatsch, er ist zum Büttel gelaufen und er hat geknickt. Ist ja alles schön und gut. Aber hast du einen mit Hakennase zufällig zur Hand? Ich nicht. Also ungelöste Fälle liegen wie Sand am Meer herum. Zum Beispiel, was kochen wir täglich, wenn Mutter länger im Landschulheim bleibt und Babette ihre Krippe pflegt? Einmal Rührei mit Bratkartoffeln und dann wieder Bratkartoffeln mit Rührei. Danke, da sehe ich uns essen gehen auf die Dauer. Also das... Es gibt sie überall. Na sowas. Und was macht man dagegen? Man fängt sie. Mit einer Mausefalle, was? Kommissar McKaiser schlägt zu. Und das Gangsterlein zappelt im Handtäschchen. Sergeant Kalinke, Major Kaiser, verlacht uns. Das ist zum Lachen. Wir werden etwas dagegen unternehmen. Also, Babsi, erst stellst du mir einen Doppelgänger deines Bruders vor. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die beiden einen ausgewachsenen Hammer haben. Das sage ich ja. Zugegeben, dass ihr euch ein paar Takte ähnlich seht. Aber warum dürfen das unsere Leute zu Hause nicht erfahren? Weil wir mit unserer Ähnlichkeit noch große Dinge vorhaben. Du hast einen ausgewachsenen Schatten, Christian. Bloß weil die Mädchen uns ausgelacht haben, willst du plötzlich Gangster fangen. Genau. Wie sagt der große Dichter Kasimir Knautschbacke? Verhöhne einen Mann und der verhöhnt dich durch Taten. Aber das muss doch nicht gleich in Gangsterjagd ausarten.
Muss. Wir werden den Damen ein Gangster auf dem Silber ein Tablett servieren. Wir werden recherchieren, kombinieren, eiskalt verhandeln und zuschlagen. Weißt du was? Schlage zu. Aber ohne mich. Junge, schalt auf Sparflamme. Natürlich werden wir den Gangster nicht selber fangen. Ist doch nicht unser Job. Wir werden zu seiner Verhaftung beitragen. Ich verlese. Ich höre. Da war der Friedhof mit seinen düsteren Kreuzen und seinen unkenen Käuzen. Da war der Dürre mit der Hakennase. Und da war der kleine Junge, der hinter einem verfallenen Grabstein kauernd dem Treiben des Dürren zuschaut. Und da hat wohl der Junge mit Handkantenschlag die Hakennase geknickt. Quatsch, er ist zum Büttel gelaufen und er hat geknickt. Ist ja alles schön und gut. Aber hast du einen mit Hakennase zufällig zur Hand? Ich nicht. Also ungelöste Fälle liegen wie Sand am Meer herum. Zum Beispiel, was kochen wir täglich, wenn Mutter länger im Landschulheim bleibt und Babette ihre Krippe pflegt? Einmal Rührei mit Bratkartoffeln und dann wieder Bratkartoffeln mit Rührei. Danke, da sehe ich uns essen gehen auf die Dauer. Also, dass ihr bei euren fortschrittlichen Unterrichtsmethoden nicht kochen im Plan habt, ist wirklich eine Reform wert. Da fehlen mir aber Aufsatz 10. Die gibt es gar nicht. Na, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel du und die Polizei oder stell dir vor, du bist Zeuge oder ja, ein Freund von mir muss ein Schreiben über ungelöste Fälle. Aha. Also schick ihn mal zu mir. Ich gebe ihm ein paar Tipps. Nein. Das geht leider nicht. Nun, Donnerstag, 67 Autos kontrollieren, keine gestohlenen Nummern entdeckt. Freitag, CD8884 ausgemacht. Stellte sich als Irrtum heraus. Nummer war verdreckt. Samstag. Das geht euch gar nichts an. Geheimsache, was? Komm, Susanne, lassen wir den Gangsterjäger allein. Wenn du jemand gefunden hast, dann sag Bescheid. Wir helfen dann beim Fesseln. Diese Gänse. Guten Tag, der Herr. Na, mein Junge, dann gib dem kleinen Mann mal was zu trinken. Ja. Aber super, ist Feinschmecker. Sofort, der Herr. Gleich wieder da. Komme sofort. Lass dir Zeit, ich hab sie auch. Christian? AP 6349 hängt bei mir an der Säule. Ja, steht in der Liste. Lauf schnell zum Revier. Ich halte ihn so lange auf. Lass dich nicht aufhalten, mein Junge. Telefoniere ruhig zu Ende. Ich werde Ihnen erstmal die Scheiben waschen. Mach das und lass dir Zeit. Darf ich auch mal telefonieren? Bitte. Brauchst nicht abzuschließen. Ich klaue nicht. Ich werde Ihnen erstmal die Scheiben waschen. Und die Stoßstange poliere ich Ihnen auch. Und überhaupt alles. Gehört bei uns zum Service. Ich sag Ihnen noch, Herr Oberwachtmeister, wir... Wachtmeister genügt. Schön, Herr Oberwachtmeister. Wir haben den gestohlenen Wagen gefunden. Kommen Sie schnell. Ja, Moment. Wer ist denn wir? Und von was für einem Wagen sprichst du? Wir ist mein Freund Uwe. Der gestohlene Wagen. Hier, rot angestrichen. A-B6349. Was ist denn das für ein Zettel? Meine Verhandlungsliste. Haben wir abgeschrieben aus der Zeitung. Ja, tüchtig. Das muss ich schon sagen. Solche Helfer können wir brauchen. Stimmt. Was stimmt? Die Nummer A-B6349 wird seit 6 Tagen gesucht. Und ausgerechnet der Uwe soll den Wagen gefunden haben. Genau. A-B6349. Na, da wollen wir uns das Kind mal ansehen. Fahren wir mit Blaulicht? Ja, Blaulicht. Wo soll denn der Wagen überhaupt stehen? Tankstelle Kalinke. Fahren wir mit Blaulicht? Du fährst überhaupt nicht. Du erzählst mir jetzt was fürs Protokoll. Und Wachtmeister Fitze geht die paar Schritte bis zur Kalinke zu Fuß. Wenn das mit dem Wagen stimmt, dann habt ihr euch einen Orden verdient. Ich höre. Also, Doppelpunkt. Ich, Christian Kaiser, 13 Jahre alt, wohnhaft 1 Berlin 38. Was soll denn stinken?
Warum ist der Kofferraum auf? Wieso wurden die Koffer rausgeholt? Naja, ich wollte schon mal anfangen, den Reservereifen rauszuholen und... Da hättest du warten sollen, bis ich wieder da bin. Ich denke, Sie haben so wenig Zeit. Was wollen Sie denn hier? Wir stellen hier die Fragen. Darf ich bitte mal die Papiere sehen? Bitte sehr, was Sie wollen. Personalausweis, Führerschein, alles, Firmenausweis, bitte. Hier, Luft zu sehen. Ja. Danke, Partner. Ja, Moment. Mir war vielleicht flau. Ein Freund, der mit einem Freundschaftsdienst zögert, ist der beste Freund. Von dir? Nee, Kasimir Knautschbacke. Was haben wir denn hier? Was soll denn das schon sein? Modeschmuck. Wie Sie unschwer aus meinen Papieren mal sehen werden, bin ich Vertreter einer Modeschmuckfabrik. Armand, das ist eine Klasse. Wucht, was? Kostet 30 Mark in jeder Boutique. Noch. Ihr Papiere, danke schön. Ist das aber einmalige Gelegenheit? So was gibt es ja jetzt zweites. Was vorher. Ist das ein Feuerchen? Gold und Silber, was? Ja, natürlich. Juwelendieb, was? Etwa nicht? Ein harmloser Vertreter für Modeschmuck. Papiere sind einwandfrei, aber dafür ist der Schmuck falsch. Dieses, meine Herren, war der dritte Streich. Ja, aber Herr Oberwachtmeister. Der Schmuck sah so echt aus und wir dachten... Gangster jagen, ja, das habe ich schon begriffen, aber damit ist jetzt Schluss. Aha, der Junggeselle, ja, kluges Köpfchen, was? Also für die Freundin, was? Dann nach Wettbewerb, also Märchen, ach, da... Ich weiß nicht. Warum hat man Sie denn angerufen, Herr Doktor? Ja, nicht den Schimmer einer Ahnung. Irgendwas mit dem Jungen. Naja. Sie? Tonio hat mir nur gesagt, ich soll zum Revier 51 gehen, und mehr weiß ich auch nicht. Ah, ein paar Minuten werden wir ja Bescheid wissen. Ja. Wir sind uns also klar. Klar. Keine Gangsterjagd mehr. Keine. Schluss damit. So gut. Da kann ich ja die Herren Väter reinbitten. Darf ich die Herren Kalinke und Dr. Kaiser bitten? Nein, der Säumniszuschauer. Dann los in der Werkstatt. Halt die Festuhre. Jetzt geht's los. Was gibt's denn, Herr Wachtmeister? Was hat er denn ausgefressen? Was ist denn los, Uwe? Christian? Das ist doch nicht möglich. Das ist ja nicht zu fassen. Uwe? Wenn ich mal kurz erklären darf, Vati, das ist mein Freund Christian. Aha, und das ist dein Freund Uwe, ja? Jetzt begreife ich auch, warum du mir deinen neuen Freund nie vorgestellt hast. Ja? Naja, wir haben uns gedacht, naja, wir würden zu ähnlich sehen. Ja, dann könnt ihr ein bisschen Bäumchen wechseldich spielen. Ne? Und dafür ist es gut, wenn die Eltern nichts davon... Turnieren! In der Werkstatt. Gibt's in der Nähe kein Kaffee? Doch, in der Schlossstraße, das Café Hänsel. Der Kaffee soll zwar schlecht sein, aber die Telefonzellen absolut schalldicht. Ha? Also, ihr Kaffee schmeckt wirklich vorzüglich, Frau Doktor. Danke, Christian. Aber den Kaffee solltest du eigentlich kennen. Deine Mutter hat ihn mir doch selbst empfohlen. Tja, aber unsere Babette kocht ihn leider nicht so gut wie Sie. Darf ich? Danke, Christian. Bei der Gelegenheit, was sind denn so deine Lieblingsfächer? Tja, zunächst mal alle künstlerischen Fächer. Zeichnen, Musik, komisch. Deine Mutter sagte mir neulich, dass du ein ausgesprochenes Faible für technische Dinge hast. Physik zum Beispiel. Tja, auch. Also, ich möchte mal so sagen. Mein Unterrichtsfach. Ja? Da haben wir ja die gleichen Interessen. Wie weit seid ihr denn gerade in Physik? In Physik? Tja, wir sind da gerade beim freien Fall, ja. Und da habe ich das letzte Mal tatsächlich gefehlt, ja. Den könnt ihr schon mal anfangen auszuwechseln, bis Tonio kommt. Spart ihn Arbeit und den reichen Knüll viel Zeit. Abgeschlossen. Der denkt auch nicht von gestern bis Mittag. Wie soll ich da in den Reservereifen rankommen? Aber mein Lieblingsfach ist und bleibt Zeichnen, Malen, eben Kunsterziehung. Komisch. Davon hat mir deine Mutter noch gar nichts erzählt. So, hat sie nicht?
Kannst du auch Porträts machen? Mein Spezialgebiet. Wenn Sie mal zufällig einen Zeichenblock da hätten, Frau Doktor, es wäre mir eine Ehre, die Damen zu porträtieren. Aber sicher, ich hol dir was, ja? Darf ich Ihnen Feuer geben, Freund Schmidt? Du bist aber sehr aufmerksam, Christian. Ich wünsche, die Jungen meiner Klasse wären so wie du. Tja. Na, wer sag's denn? Also wirklich, hervorragend, Christian. Mein persönliches Geburtstagsgeschenk, nette Frau. Vielen Dank, mein Junge. Entschuldigt, das Telefon.